Guten Tag, ihr Lieben. Wir gucken uns heute von 3D-Wrap die brandnagelneuen 3D-gedruckten, selbstgemachten, noch nie dagewesenen Hardware-Geräte. Den Shifter Pikes und die Handbremse Akina. Den Shifter Akina und die Handbremse Pikes. Die Handbremse Akina und den Shifter Pikes an. Viel Spaß dabei. Und damit Halli, Hallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde Hardware mit Herr Löblich. Heute mit etwas, was mir aus Italien zugeschickt wurde von den Jungs von 3D-Wrap, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, also auf Italienisch heißt es Tre für Tre, Di für Di und Rap. Und ich leg das mal aus der Hand. Die haben mich ja schon öfter versorgt, gibt es ja Videos von mir, könnt ihr euch gerne angucken, mit 3D-gedruckten Ersatzteilen für verschiedene Shifter. Ja, zum Beispiel den TH8 von Thrustmaster, für Logitech Wheels, fürs T500 haben die Adapterringe 3D gedruckte und Gangschaltungsmodifikationen und neue Griffe. Standardprogramm. Jetzt sind sie mit ihrer, ich sag mal, Hashtag Ignition Serie neue Wege gegangen. Und zwar haben sie sich gedacht, sie verbessern mal nicht Hardware, die es schon gibt, sondern sie bauen einfach eigene Hardware, die gleich vernünftig ist. Und das ist ziemlich geil, denn die haben ein ziemlich krasses Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akina Handbremse kostet 159 Euro. Der Shifter Pikes kostet 129 Euro, 130 und 160 macht zusammen 290. Man kann aber auch beide zusammen für 260 Euro kaufen. Habe ich mir gerade noch mal hier auf der Webseite angeguckt. Und ich bin auf die Jungs zugekommen. Ich habe nämlich die Hardware gesehen und habe gedacht, Alter, das sieht ganz schön geil aus. Habe ich Bock zu testen. Schießt du mal ins Blaue und probierst einfach mal nachzufragen. Ging auch nicht sofort, war alles noch in der Produktion. Und ja, glücklicherweise hat mir der Benjamin, ne, jetzt ein Paket zugeschickt. Ist ein Pressereview. Also die fliegen jetzt hier mit der Post durch Europa und vermutlich, ich weiß nicht, die Welt. Keine Ahnung, ob zum Beispiel der Barry von Simracing Garage auch welche bekommen hat. Oder ob das nicht sogar die sind, die entweder mal Barry von Simracing Garage in der Hand haben wird oder schon hatte. Ich bin jetzt nicht so... Verfolge das nicht so. Auf jeden Fall, ich darf sie leider nicht behalten. Ich hab's schon ausprobiert. Ich darf sie nicht behalten. Ärgert mich in diesem Fall sehr. Ist nämlich geil. Wir kommen mal zur Handbremse. Die Handbremse Akina hat zwei verschiedene Modi. Und das finde ich ziemlich geil. Denn die hat, also wir gucken uns erstmal hier die einzelnen Teile an. Ich werde die Jungs auch mal fragen, ob ich ihre Videos benutzen darf. Die haben nämlich schöne 3D-Videos, wo sie das Innenleben so ein bisschen erklären. Dann brauche ich es nicht auseinanderbauen. Die Handbremse hat als allererstes hier unten einen Stärkeregler. Das heißt, man kann hier mit diesem Rad die Stärke einstellen. Dazu löst man hier die Schraube. Und jetzt kann man hier die Feder lösen oder spannen. Und dann sieht man, ach so, müsste vielleicht andere Seite die Schraube auch lösen. Habe ich jetzt gerade nicht. Hier gibt es da eine Schraube und da eine Schraube. Die beiden Schrauben löst man. Und dann entspannt sich diese Feder hier, ich habe leider gerade kein Werkzeug jetzt griffbereit, sonst hätte ich das mal gezeigt. Dann kann man hier diese Federlose drehen. Wenn man diese Federlose gedreht hat, kann man diese beiden Schrauben lösen. Und dann kann man die Handbremse, wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch das in so einem kleinen Animationsvideo zeigen kann. Dann bewegt sich die Aufhängung dieser Feder, die hier drin ist, nach hier oben. Und dann hat man nicht mehr wie jetzt ein progressives, hier ist jetzt ganz leicht und wird immer schwerer. Sondern wenn man den umstellt, klack, klack, hat man ein lineares Bremsverhalten. Das heißt, die Kraft, die man benötigt, steigt nicht progressiv, sondern die bleibt immer gleich. Das heißt, man zieht von vorne bis hinten mit der gleichen Kraft durch. Machen die ausschließlich über die Aufhängung hier drin. Sehr cool. Schön verarbeitet. Metall. Sehr gut 3D gedruckte Teile, wie ich finde. Also 3D Druck kann ja auch mal schnell scheiße aussehen. Finde, die haben es aber sehr schön gefinisht, wie man so schön sagt. Hier unten ist noch das Logo mit drin. Und auch so, die ganze Verarbeitung gefällt mir sehr gut. Die haben hochwertige Kabel genommen. Die Kabel haben so ja... ein eigenes Logo. Warte mal, sieht man das hier? Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen.
Die Kabel haben so ja ein eigenes Logo. Sind gute USB-Kabel. Die sind aus Metall. Kabellänge ist 2 Meter. Also, ja, oder 1,50. Also, ich bin ja jetzt nur nicht 1,50, aber man kann ja irgendwie grob davon aussehen, dass die Armspanne. Ja, sind so 1,80. Ich bin 1,80 groß. Reicht. Was ich doof finde, ist, kommen wir mal zum ersten Kritikpunkt, dass das Kabel hinten rausgeht. Ich finde, das Kabel sollte vorne rausgehen, weil die meisten von uns haben den Rechner vorne stehen, weil halt Monitor vorne, Pedale vorne, Lenkrad vorne, macht eigentlich Sinn, den Rechner irgendwo im vorderen Bereich des PCs hinzustellen. Dann würde ich dieses Kabel tatsächlich eher auf der Seite positionieren und vorne rausgehen lassen. Macht für mich eigentlich mehr Sinn. Selbe Ding beim Shifter. Mehr kann man eigentlich jetzt nicht machen. Hier oben, das kann man noch einstellen, ja, braucht man bloß die beiden Schräubchen lösen und kann halt eine liegende Handbremse oder eine stehende Handbremse oder irgendwas dazwischen. Gefällt mir sehr gut. Und hier hinten ist der Umschalter für zwischen linear und progressiv. Habe ich, wie gesagt, ich hab's, den Shifter habe ich schon ausprobiert, die Handbremse habe ich noch nicht ausprobiert. Bin sehr gespannt. Ach, bewegt sich doch ein bisschen. Okay, muss man jetzt nicht volle Lotte lose drehen? Ich hätte es so ja noch mal kurz. Oh, doch, hier, krieg doch mit den Fingern lose. So, jetzt habe ich sie mal mit den Fingern lose gedreht und jetzt müsste sich das. Dort bewegt sich nichts. Die ist lose. Gut, jetzt könnte es sein, dass man die noch lose drehen muss. Gucken wir uns dann am Simulator an, am Benutzen-Video. Ach so, Halterung. Ich habe eine Aluminiumschiene an meinen TH8 montiert, einfach mit so Schellen. Habe unten 2 Halterungen dran gemacht, habe 2 Schellen dran gemacht und habe die einfach unten an so einen Arm von meinem Simulator dran gemacht. Und jetzt habe ich eine Aluminiumschiene. Das ist natürlich geil, da kann man die einfach drauf schieben. Also, Handbremse Akina, 159 Euro, schon alleine optischen Highlight. Tim Könemund von Insider TV hat schon gesagt, was bestimmt geil aussehen würde, Plexiglas und dann LEDs rein, dass man so ein bisschen das Innenleben sieht, ne, für so ein Show-Rig. Das hier ist so ein Alcantara-Imitat, finde ich großartig. Hat ein bisschen was von Neopren, so vom Anfassgefühl her, gefällt mir außerordentlich gut. Ja, und ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Langes Kabel, alle Teile wirken wertig, alles ist fest, ist ja, gut verarbeitet. Ich bin sehr zufrieden, wie immer. Was soll ich denn jetzt sagen? Es hätte auch scheiße sein können. Also zum Beispiel dieses Handbremsgefühl hätte scheiße sein können, aber das Handbremsgefühl finde ich sehr geil. Der Shifter Pikes. Der hat nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie die Handbremse. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mich nämlich tatsächlich gefreut, wenn man hätte die Stärke einstellen können, wie doll man shiftet. Shifter heißt Pikes. Warum Pikes? Weil Pikes Peak. Ja. Akina natürlich wegen Mount Akina. Also finde ich auch geil, dass er also diese Rennsport oder beziehungsweise Motorsport wie nennt man das Wort? Anleihen beim Motorsport genommen. Ja, ist ja auch eine Handbremse und ein Shifter. Hier genau das Gleiche. Es ist gedacht, die Handbremse so zu montieren, vermute ich. Den Shifter so zu montieren, zumindest wenn man die Handbremse dazu auch so montiert. Was ja logisch ist, sollte man den Shifter auch so montieren. Haben wir das gleiche Schicksal wie bei der Handbremse. Kabel kommt hinten raus. Ich würde es besser finden, wenn das Kabel vorne rauskäme. Oder, was ich noch cooler finden würde, weiß nicht, wie kompliziert sowas ist. Diese Interfaces, diese USB-Interfaces haben ja in der Regel einen Eingang. Wäre cool, wenn die mehrere hätten, dass du sozusagen wie einen Mini-USB-Stecker hast und dann sagen kannst, okay, mein Rechner steht hinter mir, ich stecke das Kabel hinten ran oder vorne ran. Ist Klagen auf sehr hohem Niveau. Ja, und wie gesagt, einstellen kannst du hier gar nichts. Das ist, die Stärke ist gleich. Auch hier haben wir Alcantara-Imitat. Das mag ich. Das könnten wirklich mehr Leute machen, dieses Alcantara-Imitat. Und auch hier unten haben wir Bohrungen für die, dass man es, naja, befestigen kann. Wie gesagt, ich schiebe das einfach auf meine Aluschiene drauf. Und alles ist großartig. Der Shifter ist ziemlich cool, weil der mit Magneten
unter anderem funktioniert. Also der hat hier links und rechts hat der ganz normale Klickschalter, die man auch hört, wenn man sie betätigt. Was ich sehr geil finde ist, hier oben sind vier Magneten drin. Zwei Magneten sind an dem Bauteil, was sich jetzt bewegt. Und zwar ist einer hier und einer hier. Und zwei Magneten sind an dem Bauteil, was sich jetzt bewegt. Das Coole ist, wenn man diese Handbremse betätigt, dann müssen sich also erst diese Magneten lösen. Da gibt es nicht irgendein Knubbel, über den man drüber muss. Da gibt es auch nicht irgendeine Madenschraube oder sowas oder irgendein Gang, der ein bisschen enger ist. Sondern das sind Magneten. Die Magneten halten das in der Mittelposition. Und das macht ein sehr realistisches, mechanisches, geiles, aus der Mittelposition rauskommen Gefühl. Das Geräusch ist auch ein Knaller. Ich glaube allerdings, das klappert jetzt so ein bisschen, weil hier unten die Schrauben drin sind. Aber auch... Warte mal, ich mach die Schrauben mal fest. Feste, Junge! Ja, geht das natürlich nicht mit den Fingern. Absolut geil, wie der aus der Mittelposition, welche Kraft man braucht, um aus der Mittelposition rauszukommen. Also du merkst richtig, dass der da so drin steht. Was ich jetzt nicht so geil finde, ist, ich habe jetzt keine Ahnung von sequentiellen Shiftern. Natürlich, Paddle Shifting ist ein Knopf, ist elektrisch, da wird ein Signal gesendet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein Auto haben, was zwar eine sequentielle Schaltung hat, aber dass der Shifter eigentlich zum Schluss auch nur ein Signal an die Automatik sendet, macht Sinn. Knopf drücken, Auto schaltet. Was ich finde ist, eine sequentielle Schaltung legt Gänge ein. Da bewegen sich mechanische Bauteile. Und das fehlt mir bisher bei allen sequentiellen Schaltern, die ich ausprobiert habe, völlig. Kann man das nicht irgendwie simulieren mit irgendwelchen... Jetzt haben sie es hier so schön mit Magneten gemacht. Kann man nicht so tun, als würde man nicht mit Mechanik bewegen? Also mir fehlt vor allem hinten am Ende ein... Dass in irgendeiner Form haptisch simuliert wird. Ihr müsst euch vorstellen, bei einer richtigen Gangschaltung... Bei einer sequentiellen, da wird das auseinandergezogen, rutscht ein Stück weiter. Ist jetzt eine ganz grobe Erklärung, die wahrscheinlich auch nicht richtig ist. Wird das auseinandergezogen, rutscht ein Stück weiter, so eine Welle. Und dann sind da so grobe Zähne drauf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und diese Zähne, die drehen sich ganz schnell. Und wenn diese Welle weiter rutscht, also wenn man den nächsten Gang weiterzieht, rutscht der von diesen Zähnen runter. Ich sag mal, erster Gang. Dann ist der erste Gang, läuft denn frei. Und dann hat er auf der anderen Seite auch Zähne und dann rutscht er ins weiter und schnockelt so in den zweiten Gang rein. Das heißt, bei voller Last haken diese Zähne ineinander und dann ist der Gang eingelegt. Das ist jetzt ganz grob und bestimmt auch falsch erklärt. Ich will nur grob darauf hinaus. Wir ziehen da tatsächlich eine Mechanik zusammen. Das ist wie bei einer Kupplung. Wenn du eine Kupplung trittst, trittst du ja nicht einfach ein Pedal und ziehst an einem Seil. Sondern wenn du an diesem Seil ziehst, dann wird ja tatsächlich, da wird ja was betätigt. Da wird ja die Kupplungsscheibe wird ja auseinandergezogen. Und wenn man die Kupplung loslässt, muss man das im Pedal merken, weil der Motor dreht sich und dann kommt die Kupplungsscheibe auf dieses Etwas und da entsteht eine Reibung. Und diese Reibung merkst du natürlich, musst du in deinem Pedal merken. Und diese Reibung, wo halten jetzt den Shifter, muss man, finde ich, auch im Shifter merken. Da fehlt mir zum Schluss einfach, und wenn sie von mir aus hier hinten so eine Madenschraube drin gehabt hätten, wo man auf dem letzten Zentimeter einfach so drüber muss, dass man wirklich zum Schluss das Gefühl hat, Motorradfahrer kennt das. Sequentielle Getriebe. Ihr tretet die Kupplung und dann stellt ihr den Fuß aufs Schaltpedal. Und wenn man das tritt, dann merkt man richtig einen Widerstand und dann macht das richtig. Und dann ist der Gang drin. Und wenn man den nach oben zieht, am Leerlauf vorbei, auch da merkst du, du ziehst an was, du ziehst. Und irgendwann macht das klack. Und dann ist was drin. Und du merkst beim Ziehen auch, dass zwischendurch was anderes wieder rausflutscht. Und das, wie gesagt, ist kein Problem dieser Handbremse, dieses Shifters, ist genauso auch hier beim. Ist genauso auch hier beim SSH-Shifter. Beim SHH-Shifter ist genau das Gleiche. Du ziehst
Der ist zwar ein bisschen knackiger vom Shift-Gefühl her, aber auch da hast du nur das Gefühl, du betätigst einen Schalter. Nicht eine Mechanik, die irgendwie macht, sondern macht nur Klack. Und das finde ich so ein bisschen, da könnte man, das könnte man irgendwie faken. Also ich finde, das ist meinen Ansprüchen, wird das nicht gerecht. Meine Ansprüche sind aber auch, ich habe ja keine Fahrerlaubnis, weil ich die immer abgeben musste und demnächst wieder bekomme. Und ich möchte so realistisch wie möglich fahren. Ich möchte, dass wenn ich eigentlich die ganze Zeit an meinem Simulator gefahren bin, wenn ich mich das erste Mal in so ein Auto setze und an so einem Ganghebel ziehe, muss ich das anfühlen wie zu Hause oder umgekehrt. Wenn ich mich mal in so eine Driftkiste setze und mal an so einer Gangschaltung oder an so einer Handbremse ziehe, dann möchte ich eigentlich, dass das an meinem Simulator sich genauso anfühlt oder zumindest so tut, als ob. Und es gibt momentan noch keine sequentielle Schaltung, die das in irgendeiner Form repliziert, diese tatsächliche Schaltgefühl. Ich fand das damals schon sehr cool, dass Fanatec bei ihren Pedalen diese Vibrationsgewichte angebracht hat, weil die können, wenn man sich da gut anstellt, wenn man das vernünftig programmiert, können die sowas wie Bremsdruck, Bremsgewicht, Reibung vom Motor, Reibung von der Kupplung, sowas kann man simulieren mit diesen kleinen sich drehenden Gewichten. Kann man bei so einem Shifter, weiß ich nicht, man müsste halt da mechanische Teile einbauen, die so die in irgendeiner Form das Gefühl simulieren, was man hat, wenn man mit einem echten sequentiellen Schalter, Shifter, Gänge durchschaltet. Was ich super geil finde daran, dass es so schaltet, wie es schaltet, ist, die meisten von uns haben ihren Simulator zu Hause stehen. Einige von euch haben Familie, haben Kinder, haben eine Frau. Der Simulator steht im Wohnzimmer. Und was man eigentlich nicht möchte, wenn man abends bei sich im Wohnzimmer zockt und die Frau guckt gerade Fernsehen oder liest ein Buch oder die Kinder wollen irgendwie ihre Ruhe haben, eigentlich möchte man nicht die ganze Zeit da sitzen. Da kriegen die eine Macke, alle. Und wenn das jetzt hier nicht so klappert, ist es ein wesentlich angenehmeres Geräusch als das, was der andere Shifter macht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Thrustmaster im sequentiellen Modus klingt, weil ich voll Idiot habe damals, nachdem ich den geschickt bekommen habe, diese sequentielle Shift-Platte im Karton gelassen und habe den Karton weggeschmissen. Ich finde es akustisch, ist es einfach unschlagbar. Es hat ein bisschen ein leichtes Plastikgeräusch, was einfach natürlich durch die 3D-gedruckte Plastik kommt. Was willst du machen? 3D-Druck ist halt Kunststoff. Kannst natürlich auch mittlerweile Metall 3D drucken, aber dann würde es halt auch nicht 129 Euro kosten. Ich finde, Preis ist unschlagbar. Ich weiß nicht, ob man die Griffe tauschen können wird. Wäre halt irgendwie schön, wenn es ein bisschen flexibler wäre. Also, dass man zum Beispiel den Griff länger oder kürzer machen kann. Runden Griff, langen Griff. Irgendwie sowas in die Richtung. Und wie gesagt, ich würde es irgendwie geil finden, wenn man es noch schwerer machen könnte, was jetzt natürlich bei Magneten nicht so ohne weiteres möglich ist. Man kann allerdings die Magneten einfach durch stärkere tauschen. Ich habe es ausgepackt und habe mich verliebt. Auch wenn es nicht hundertprozentig meinen Ansprüchen gerecht wird, ist es zumindest das hochwertigste Stück Simracing-Hardware, was ich hier jemals zu Hause hatte. Vom Gefühl her. Ich finde, dagegen ist der SHH-Shifter Plastik. Wenn die jetzt noch einen geilen H-Shifter machen und der auch unter 200 Euro liegt, ist es ein ganz schön fetter Knaller. Also es kommen noch zwei Produkte, ich weiß nicht, was für Produkte das sind. Die sind noch ausgegraut, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich sie auch testen können werde. Und wie gesagt, also haptisch, vor allem die Handbremse hat es mir sehr, sehr, sehr angetan, weil diese, ich habe die nicht richtig festgeschraubt. Oh. Es ist halt zum Schluss auch nur eine Feder, an der man zieht, aber es ist eine geile Feder. Ich würde sagen, ich montiere den ganzen Schiss jetzt mal an meinen Rechner und wir probieren es mal aus.
So, angeschlossen ist alles. Mikro habe ich jetzt an der GoPro. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der soundmäßig alles noch so hinhaut. Ist mir aber auch wurscht. Und habe mir hier schon ein bisschen Werkzeug bereitgelegt, weil was mir gerade so aufgefallen ist, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass hier so ziemlich jede Mutter, jede Schraube ist eine andere Größe und eine andere Art. Also wir haben hier Imbus, wir haben hier ganz normale Muttern und das auch noch in verschiedenen Größen. 13er, 10er, ja, ist halt, muss ja halt jemand so ein Sammelsurium an Kram hinstellen. Finde ich so ein bisschen, ja, hier ist es nicht ganz so schlimm, aber hier, also das ist eine 13er, dann hast du hier zwei verschiedene Imbusgrößen. Eigentlich drei, weil hier ist auch noch eine. Oh, so, der steht auf linear, also stellen wir den mal auf progressiv. Dann würde ich, glaube ich, mal hier die Handbremse, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier sitze. Ja, die muss ganz, also eigentlich müssten sie nebeneinander, das wäre ein bisschen geiler. Jetzt habe ich hier natürlich keine, wo ich die drauf machen kann. Deswegen mache ich sie dahin, ist jetzt nicht so schlimm. An der Stelle machen wir sie fest. Ach ne, es ist ein 8er. Ne, ist es auch nie. Das ist schon ja, so, jetzt habe ich hier einen 10er. 10er ist zu groß. 8er passt. Der war mal gerade nicht gepasst, weil ich einen falschen Ruf gemacht habe. Ich bin nur eben Otto, Alter. So, jetzt, also, ich rammel das jetzt nicht fest wie die Sau, das reicht völlig, wenn man hier dran ziehen kann. Und dann gucke ich mal ganz kurz in die Systemsteuerung hinein. Hier ist, drag it up, Akina Handbrake. Wir gucken. Okay, also er hat vorne... Oh ne, der hat eine leichte Verzögerung. Da ist eine ganz, ganz leichte Eingabeverzögerung drin. Die merkst du nicht, wenn du langsam ziehst, aber ich sehe im Ausschlag, der kommt so eine Millisekunde später. So, und wenn ich jetzt hier ziehe... Ah ja, dann ist die auch tatsächlich erst... Hier ist erst bei 100%, wenn ich hinten gegenkomme. Schon mal ziemlich geil, weil ich jetzt hier einfach mal umschalte. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. So bin ich schon bei der Hälfte und so nicht. Okay, das finde ich geil, das macht Sinn. Wenn ich hier dieselbe Stellung nehme, dann ist er, hier ist der Ausschlag weiter als hier. Das heißt, im linearen, im progressiven Modus baut er sich so langsam auf und wird dann hier hinten doll. Und im linearen Modus, naja, ist es halt linear. Finde ich ja geil. So, und jetzt möchte ich mir doch gerne mal ganz schnell hier angucken, wie das ist, wenn man diese Handbremse, wenn man das hier mal so löst und wenn man die mal umstellt auf linear. Wie gesagt, jetzt habe ich hier wird es schwerer. Könnte für meinen Geschmack noch schwerer sein, wie ich finde. So, wir müssen, die hier lösen und dann müssen wir diese da lösen. So, die ist gelöst, die ist gelöst. Nee, die, doch, die ist auch gelöst. So, und jetzt kann man das hier wohl. Nee, kann man noch nicht. Noch nicht so viel. Achso, entspannen ist ja auch die andere Richtung. Ne, warte. So, jetzt bewegt sich das hier. Okay. Und das müssen wir jetzt wohl. Ah ja, jetzt komme ich hier bis nach vorne ran und kann jetzt hier den umstellen. Das ist natürlich geil.
So, jetzt machen wir den hier wieder feste. Und jetzt haben wir, jetzt hast du natürlich hier Yakin-Widerstand, auch sehr, sehr interessant. Hier ist jetzt der Widerstand gleich 0. Wenn wir den jetzt hier so langsam wieder festziehen. So, jetzt kommt hier langsam so ein bisschen Widerstand drin. Ist geil. Und jetzt hast du halt... Jetzt baut sich das nicht mehr. Jetzt baut sich das nicht mehr so nach hinten. Uff. Jetzt reagiert er hier allerdings auch gleich gar nicht mehr. Doch. Und die Anzeige macht auch total Sinn. Die Kraft, die du aufwenden musst, ist gleich. Das ist mega geil. Jetzt kannst du hier umschalten. Baut er sich langsam auf. Ich würde es immer auf progressiv lassen, auch in dem Modus. Das ist wirklich richtig cool. Und jetzt kannst du hier unten mit diesen Schräubchen noch diese Feder sichern, dass die halt wirklich auch da bleibt an der Stelle. Mir fällt natürlich gefällt mir progressiv wesentlich besser. Natürlich, das ist die gleiche Schraube, ja, seht. Natürlich gefällt mir progressiv wesentlich besser. Also locker machen, ganz nach vorne schieben. Die müssen wir lösen. Die muss hier wirklich komplett gelockert sein, dass der hier ganz nach vorne kann. Genau, jetzt bewegt sich die Hand drin ein Stück. Jetzt können wir den... Aha. Ist geil. Ich hoffe, ich darf euch die Videos von denen zeigen. Da wird's erklärt, wie das funktioniert. Das finde ich ja richtig geil. Jetzt müssen wir den hier wieder. Warte, ja, los. Jetzt müssen wir den hier sozusagen wieder auf. Ach nee, die müssen jetzt erstmal festgemacht werden. So rum. Ach nee, macht keinen Sinn. Erst so, dann die Feder spannen, dass das hier nicht mehr weg kann. Ja, genau. Okay. Jetzt ist der hier wieder bei Min. Beziehungsweise ist er so ja schon ein bisschen über Min. Das ist richtig cool gemacht, hier kannst du festhalten und kannst den genau auf die Stärke einstellen, die du einstellen willst. Richtig, richtig geil. So, ich mache das jetzt hier mal nicht zu fest, so und so und so und so. Auch das mache ich mal nicht zu fest. Weil ist ja nicht meine. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier unten die Stärke noch beeinflussen kann. Weil, wie gesagt, wir haben ja tatsächlich, bis Max ist ja noch ein Stück. Komm, Max. Aber ich will hier Federvorspannung, volle Power. Jetzt ist Ende. Jetzt können wir die hier befestigen. Ich würde es auf jeden Fall immer auf ganz schwer lassen. Geil wäre jetzt eine Griffverlängerung mit einem höheren Griff, den du hier irgendwie so hinpacken kannst. Aber das ist ja, glaube ich, das sollte ja jetzt nicht so schwer sein, da einen neuen Griff für zu finden. Oh, ist schön. So, ich habe Automobilista angeworfen. Wir gehen in die Einstellung und editieren mal die Assignements. Und dann haben wir hier Gear Up. Ich ziehe aber wie so ein Mann da dran. Gear down und dann brauchen wir noch Handbrake. Das wird sich da jetzt zu sagen, wird wunderbar erkannt. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Schwanz aus dem Nacken.
Grafik findet. Achso, übrigens noch eine geile Sache, kann man hier, sieht man auf dem Klingenbild hier unten gerade ziemlich cool. Was ich geil finde ist, die haben es so berechnet, dass wenn du die beiden hier mit den Schrauben befestigst und genau hintereinander setzt, dass hier oben noch genug Platz ist. Das ist wirklich, wirklich großartig. Man kann die direkt hintereinander packen, ohne dass die sich irgendwie in den Weg kommen. Das finde ich sehr gut. Ah. So. Geil. Geil. Ich freue mich jetzt schon. Es passiert jetzt nicht so viel da hinten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel passieren müsste. Aber ich bin halt auch sehr langsam. Ja. Also die Räder blockieren sehr spät. Boah, ist das geil. Ist das ein geiles Gefühl. Oh, hier muss die Hand dran gehen. Hier. Also theoretisch kann ich den Shifter hier hinbauen und kann hier die Halterung, die Original TH8 Halterung hinsetzen und könnte da dann die Handbremse hinsetzen. Aber prinzipiell muss die Bild hier so in diesem Bereich. Wie gesagt, weil ich ein bisschen merkwürdig finde, kann man Automobilist da liegen. Ich finde es schön, dass es zum Schluss schwerer wird. Es fehlt zum Schluss ein ich sehe hier, wann die Räder blockieren. Und da fehlt mir irgendeine kann die Handbremse nicht für. Also zumindest nicht, hier ist halt keine Kraft drin. Fehlt Frostfeedback in der Handbremse, mir fehlt. Es könnte fast noch schwerer sein für meinen Geschmack. Und hier könnte so eine Kugel drauf sein. Die Handbremse schon
dass die Räder erst blockieren, wenn ich die Handbremse schon recht weit gezogen habe. Jetzt kann man natürlich gleich mal gucken. Jetzt kann man natürlich mal gucken, ob es linear anders ist. Ey, wie intuitiv man hier mit diesem Shifter shiftet. Ja, okay, sequenziell. Ja, gefällt mir besser, wenn er früher die Räder blockieren lässt. Mit dem sequentiellen, nicht mit dem sequentiellen, mit der linearen Einstellung ist es ein bisschen besser. Ist ein bisschen besser kontrollierbar. Er hat mir zu spät erst reagiert. Aber wie ich auch nicht kann, ist geil. Immer vor Augen halten, dass wir hier für beide Geräte zusammen von 260 Euro reden. Das ist schon eine echte Hausnummer. Naja, ich kann das halt nicht. Mich interessiert mal einfach kurz eine andere SIM. Wir nehmen mal Aseo Corsa. Den linearen nehmen. Ja, hier ist der lineare Geier. In Assetto Corsa. Ja, in Assetto ist der lineare Geier. Da hast du nämlich interessanterweise an dem Punkt, wo du siehst doch hier die Neigung. Und zwar genau an dem Punkt, wo es schwer wird. Das ist geil. Das ist geil. Da ist Automobilist ja nicht so geil. Ja, das riecht ja hier nach Traktionskontrolle. Also ein bisschen auf die sequenzielle schalten hier. Arbeiter innen.
ist das geil. Also, oh, wie schön du hier, wie schön du den dosieren kannst, ist ja der Oberhammer. Also, mit der richtigen SIM, wahrscheinlich muss man in Automobilista bloß ein bisschen noch konfigurieren oder noch irgendwas einstellen. Und dann geht es auch wieder. Assetto Corsa wesentlich besser im linearen Modus. Stell ich mich ja heute so blöd an, ey. Letztes Mal bin ich um diese Kurve rumgedriftet, wie geschootet. Mit 200. Einfach zu, ich kann es nicht, wofür aber die Handbremse nicht kann. Ganz geil. Ist wirklich diese, wie der aus der Neutralstellung rauskommt. Diese Magneten, diese ist so ein geiles Gefühl, weil es nicht, es wird halt auch nicht, du kommst halt raus, aber es wird nicht denn leichter, sondern wieder schwerer, es ist Shifter und diese Handbremse hier. Ich finde wirklich die Handbremse oder die Feder könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen schwerer sein. Aber ansonsten ganz großes Kino, Freunde. So, nicht wundern, dass ich jetzt andere Klamotten anhabe. Leider ist mir meine Videodatei kaputt gegangen und das ist mir natürlich alles erst irgendwann mitten in der Nacht beim Schneiden aufgefallen. Und ich muss jetzt das letzte Stückchen nochmal aufzeichnen. Da kann ich euch auch gleich sagen, sorry für die Tonprobleme mit der GoPro. Leider funktioniert mein Beefy 10€ Lavalier Mikrofon von Amazon.de. Nicht mit einer GoPro. Ist nicht schlimm, ihr versteht mich ja trotzdem. Also, was kann ich abschließend zum Shifter Pikes und zur Handbremse Akina sagen? Der Shifter Pikes ist für mich optimal eine Mischung aus
zu Hause nicht zu laut, nicht die Nachbarn, nicht die Familie stören und einem geilen Schallgefühl. Ich glaube, alles, was irgendwie ein bisschen schwerer und ein bisschen lauter geht, ein bisschen schwerer und ein bisschen realistischer wird, wird dann gleich auch wieder lauter. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann ein Problem hat, dass das einfach die Familie nervt. Wenn man alleine zu Hause ist, so wie ich, ist es total Wurst, da kann der Teil so laut sein, wie es will. Deswegen mag ich auch tatsächlich die etwas schwereren, die etwas mechanisch anspruchsvolleren Varianten. Allerdings muss ich dazu sagen, diese Technik mit diesen Magneten, dass das so aus der Mitte rausschloppt, als wäre der fest, das ist einfach ein Knaller. Ich finde diesen Griff, diese Alcantara finde ich toll. Und für den Preis, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was das kosten soll, habe auch jetzt noch erfahren über Nacht, dass die Preise, glaube ich, nochmal ein bisschen, sind jetzt Einführungspreise bzw. Vorbestellerpreise, die, ich kann mir das schon vorstellen, auch bei den Preisen und wenn ich mir das Gerät dazu angucke, die sind ziemlich nah an der Grenze, ziemlich nah am Limit und die haben mir gesagt, also damit sie auch vielleicht noch so die Kosten ein bisschen besser decken können, kann es sein, dass sie vielleicht nochmal um 10 Euro die Preise erhöhen. Aber ich finde, solange die Handbremse unter 200 und der Shifter unter 150 Euro sich irgendwo befindet, ist das völlig, völlig in Ordnung. Für die Qualität. Ich habe schon Hardware gesehen. Also wenn ich überlege, dass zum Beispiel der Thrustmaster Shifter, der TH8, dass der auch um die 100 Euro oder ich glaube sogar mehr kostet, finde ich, hat man von der Haptik her ist der Shifter von 3D-Rap hochwertiger. Man hat das Gefühl, das ist besser verarbeitet, hochwertiger verarbeitet. So. Also, Shifter ist ein Knaller. Ich persönlich würde ihn mir jetzt nicht kaufen, weil ich habe den SHH-Shifter. Der kann Haarschaltung und sequenziell. Dazu brauche ich nicht extra einen zweiten Shifter bei mir am Rig. Ich habe auch den ProSim.NO-Shifter habe ich abgebaut, weil, wie gesagt, was willst du mit, wenn du den umschalten kannst, den SHH-Shifter, was willst du mit zwei Shiftern? Jetzt könnte man sagen, okay, der hat ein realistischeres Schaltgefühl. Ja, ich fahre sehr selten mit Autos, die man mit einem sequentiellen Shift-Stick shiftet, sondern in der Regel sind die sequentiellen alle Wippen oder man hat eine Haarschaltung. Dass ich mal mit einem Caterham fahre oder irgendein GT-Fahrzeug, was tatsächlich noch mit einem Stick geschiftet wird, ist selten. Und wenn, also, oder dass ich mal schnell switchen muss von Haarschaltung, kommt halt nicht vor. Deswegen finde ich, ist dieser SHH-Shifter oder generell sind Shifter, die eine Haarschaltung mit einer sequentiellen Schaltung kombinieren, einfach die bessere Lösung als ein reiner sequentieller Schalter. Wenn ihr jetzt natürlich nur mit sequentiellem Schalter mit der Hand fahrt, würde ich den kaufen. Handbremse. Handbremse ist für mich tatsächlich momentan ziemlich die geilste Handbremse, ist jetzt keine hydraulische, kommt aber diesem Gefühl schon recht nah. Man muss eine ziemlich bombenfeste Feder einbauen, mir sind die Federn halt immer ein bisschen zu leicht, also selbst wenn man die auf die stärkste Stufe stellt, ich ziehe da gerne wie ein Mann dran. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch damit rechnen, dass da mal kein Mann dran zieht, sondern zum Beispiel ein kleines Kind oder so irgendwie ein Jugendlicher. Auf der anderen Seite kann man dann die Feder aber auch wieder leichter stellen. Also ich würde generell, auch beim Shifter übrigens, darf alles noch ein bisschen knacker sein, darf alles noch ein bisschen fester und ein bisschen schwerer sein. Ansonsten finde ich die Handbremse preis-leistungsmäßig, glaube ich, unschlagbar. Diese Verstellbarkeit, dass man von linear auf progressiv umschalten kann, was, wie man im Video gesehen hat, mir bei Automobilista tatsächlich sehr geholfen hat. Weil, ist halt, schnallst du nicht gleich, stellst fest, ist anders als in den anderen Simulationen und kannst zumindest probieren, ob der Schalter an der Handbremse hilft. Und das finde ich schon ziemlich geil. Ansonsten auch da hochwertig verarbeitet. Zu beiden negativ zu sagen, ist tatsächlich nur, dass das USB-Kabel auf der Rückseite rauskommt. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich in irgendeiner Form daran aussetzen sollte. Bei 3D-Druck, außer wenn man jetzt Metall-3D-Druck kauft, hat man nun mal Kunststoff. Das heißt auch, die Akustik ist, da schwingt immer Kunststoff mit. Aber ansonsten, super Geräte. Super, super Geräte, kann ich nur sagen. Ich weiß auch immer nicht, ich würde die Leute ja nicht anschreiben, wenn ich nicht schon von vornherein sehen würde, dass es irgendwie geil ist.
Also, was ich nicht mache oder beziehungsweise noch nicht gemacht habe, also es kommen ja keine Leute auf mich zu, geben mir ein Produkt und sagen, guck mal, ob das gut ist, ob du das gut findest oder keine Ahnung, hier hast 500 Euro oder 1500 oder 10.000 Euro, mach mal ein geiles Video zu dem Produkt. Da könnte ich mir vorstellen, also wenn ich euch ein Produkt vorstelle, ist es in der Regel toll. Da muss ich nicht noch dazu sagen, dass es toll ist, weil ich stelle eigentlich nur Sachen vor, die ich selber geil finde. Das macht es so ein bisschen schwierig. Und wenn ihr wisst also, wenn ich euch ein Produkt zeige, ist das ein geiles Produkt. Theoretisch würde das reichen. Hier, Handbremse Akina, hier, Shifter Pikes, kauft es, ist gut. Natürlich möchte ich euch auch ein bisschen dazu was erklären und warum ich das toll finde, aber dass ich es toll finde, brauche ich, glaube ich, nicht mehr großartig dazu. Was lachst du denn da? Brauche ich, glaube ich, nicht mehr großartig dazu sagen. Ja, meine lieben Freunde, ich sage an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank für Zuschauen bei dieser Runde, Herr Löblich. Ich brauche mal noch irgendeinen Titel für diese Hardware-Review. Irgendwas Lustiges. Herr Löblich guckt an. Oder, ne? Wir sagen ja sonst immer, Herr Löblich am Steuer. Wenn ich nicht am Steuer bin oder nicht auf der Straße, ist es Herr Löblich Off-Road. Und jetzt bräuchte ich mal noch irgendeinen Titel vielleicht für Herr Löblich. Schreibt es mal in die Kommentare. Der Gewinner wird dann demnächst seinen Titel in den Kommentaren sehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Abo da, und drückt auf die Glocke, wenn ihr Bock habt. Nicht auf meine, sondern auf die unterm Video. Guckt mal eine Werbung und so weiter und so fort. Ihr kennt ja den ganzen Schiss. Tschüss mit Üs, ciao mit Au, ciao mit Io. Schwanz hängt die ganze Zeit im Bild. Euer Lieblingssimulant, Herr Löblich. Auf Wiedersehen. Ich hab das Gefühl, ich hätte noch gerne was sagen wollen. Aber nö, muss nicht mal so viel quatschen. Video ist so schon lang genug. Ich quatsch immer noch. Ciao. So, was ist denn hier hinter der Kamera so los? Entschuldigung, darf ich, warten Sie, hallo, Entschuldigung.